25, 26, 27, 28. Man hat es halt gelernt, dachte sich immer so, okay, es kommt eh nie vor so. Aber es kommt eben doch vor. Ja, wir sind dann in den Bus gestiegen und haben dann bei der ersten Haltestelle gemerkt, dass eben ein Mann im hinteren Teil des Busses halt umgekippt ist. Wurden aber zu Anfang nicht durchgelassen von den Fahrgästen. Kinder, geht zurück nach vorne, das ist nichts für euch. Man hat uns nicht zugetraut, dass wir wissen, was wir machen müssen und was da los ist, weil die selber das nicht konnten und sie halt nicht glauben konnten oder wollten. Das Jüngere, das können und sie eben nicht. Kann einmal die Tür aufgemacht werden? Und jemand den Rettungsdienst alarmieren, bitte? Wir kümmern uns um die Leute. Ja, okay. Wir kümmern uns. Mach das nicht. Tavita, du reanimierst. Ja. Ich setze den Notruf an. Sicher. In dem Moment hat man eigentlich nicht viel gedacht. Man hat sein Schema, das rattert man runter. Ja, ich war natürlich geschockt, weil wann reanimiert man schon mal eine Person? Das war ja plötzlich. Ich persönlich finde es halt eigentlich selbstverständlich, dass man da handelt. Man hat einfach gehandelt und gar nicht nachgedacht. Ich vertraue denen und deswegen war es am Ende oder im Endeffekt leichter, damit umzugehen. Also ich war immer sehr zittrig, wenn ich daran gedacht habe oder das jemandem erzählt habe. Aber natürlich war ich auch froh, dass wir den Patienten jetzt so erfolgreich an den Notdienst weitergegeben haben.